Moin und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Heute geht es um den Säure-Basen-Haushalt und ich möchte einmal dieses sehr wichtige Thema für die Physiologie erklären, damit man in Klausuren zum Beispiel wichtige Punkte nicht verschenkt. Das Ganze ist so aufgebaut, dass ich einige Tabellen zeigen werde, einige Normwerte und dann sehr schnell auf Beispiele eingehen werde, anhand der wir eben diese verschiedenen Störungen diagnostizieren können. Zunächst einmal, diese Tabelle müsst ihr leider auswendig lernen. Das ist, oder das sieht kompliziert aus per se, aber geht das relativ schnell. Wir haben hier nämlich Folgendes, was wir betrachten müssen. Ich mache mir kurz noch einen anderen Cursor rein, dann kann ich das besser zeigen, so ein Laserpointer. Diesen pH-Wert, den kennen die meisten sowieso schon aus der Physiologie, 7,4. Und jetzt heißt es einfach nur, diese Range zu wissen. Das heißt, solange er in diesem Bereich ist, ist alles gut. Ja, der Körper kann perfekt arbeiten. Den PCO2-Wert 40 mmHg kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus der Atmung, den am besten auch kennen. Die Range ist da auch ganz wichtig. Und diese Werte scheinen ganz neu. Einfach merken. Ich habe mir einfach gemerkt, Normalwert für den aktuellen HCO3 Bicarbonat, also Wert ist 24. Ihr müsst auch gar nicht so wirklich wissen, was die eigentlich bedeuten. Also selbst nur mit dem Auswendiglernen kommt man hier sehr gut weiter. Den Standardwert, den gibt es auch noch, 24. Und die Range ist ungefähr gleich, ob ihr jetzt 20 oder 21 sagt oder 27 oder 26, ist völlig egal. Genau. Laut unserem Prof sind aber diese Werte eben noch wichtiger. Wobei Basen, Buffer Base zeigt eigentlich die Gesamtmenge an Basen an. Die sind schön zu wissen. Ich würde es fürs Lernen wahrscheinlich erstmal weglassen. Viel wichtiger ist der BE-Wert. Den würde ich mir auf jeden Fall merken. Ist aber auch nicht so viel. Normalwert sollte bei 0 sein. Minus 3 bis plus 3 ist aber auf jeden Fall noch im Rahmen. Falls ihr die Tabelle und die Erläuterung sehen wollt, am besten einmal in diesem Buch auf dieser Seite nachschlagen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Gut, das sind so die wichtigen Normwerte, die müssen wir wissen. Eine weitere Tabelle, fotografiert euch die ab, ja, oder guckt euch die an. Die ist auch sehr wichtig, habe ich ja auch mehr oder weniger übernommen. Es gibt eigentlich keine bessere Übersicht als diese beiden Tabellen. Es heißt letztendlich, also diese Parameter müsst ihr wissen, um was zu diagnostizieren. Ja, der pH-Wert sinkt natürlich bei einer Azidose, ja, egal ob respiratorisch oder nicht respiratorisch. Man könnte auch hier metabolisch sagen, das ist egal. Das sind so Werte, die ihr kennen müsst. Und bei metabolischen Störungen ist es so, dass sich grundlegend erstmal der PCO2-Wert nicht verändert. Dafür alles, was mit Basen und so weiter zu tun hat. Und hier ist es genau andersherum. Hier verändert sich der PCO2-Wert und nur die aktuelle Konzentration an Bicarbonat, die wir aber auch mehr oder weniger erstmal vernachlässigen können, um die erste Diagnose zu stellen. Also tut mir einen Gefallen, lernt diese beiden Tabellen auf jeden Fall auswendig, deckt sie zu, sonst was macht es, schreibt euch sie ab, pausiert das Video, wenn ihr diese beiden Tabellen könnt. Ihr müsst sie auch nicht wirklich verstehen, das ist ganz wichtig. Also man kommt hier sehr gut weit, selbst wenn man das nicht verstehen möchte. Ja, man kann das verstehen, dadurch ist es natürlich einfacher, aber wenn man es so macht, schafft man es eigentlich auch. Ja, diese beiden Tabellen bitte einmal lernen. Und was man noch sagen kann, was man lernen muss, hier ist übrigens leider ein kleiner Rechtschreibfehler, das I muss weg. Ja. Was man noch lernen sollte, ist Folgendes: respiratorische Störung, also alles, sage ich mal, was den pH-Wert über die Atmung bestimmt, wird alles nicht respiratorisch kompensiert. Das heißt, unser Körper macht irgendwas mit anderen Organen, meistens eben, oder die Niere vor allem, kompensiert diese Störung eben mit der Niere, also nicht respiratorisch. Und wenn es Probleme mit der Niere gibt oder ähnliche Probleme mit metabolischen Organen, dann wird vor allem letztendlich die Lunge dafür genutzt, um das respiratorisch zu kompensieren. Das kommt jetzt so ein bisschen blöd hier rüber, aber einfach merken, das sind so zwei wichtige Sachen, die ganz wichtig sind. Und dann fangen wir am besten an, wenn ihr euch diese beiden Tabellen auch wirklich gemerkt habt und diese zwei Sätze mit Fallbeispielen. Ich habe euch das hier gegeben. Das Erste, was ihr bei so einem Beispiel machen müsst, ist euch die ganzen Werte anschauen. Und wenn ihr die Tabelle jetzt könnt, guckt ihr euch den pH-Wert an. So, was heißt hier der pH-Wert? Der pH-Wert hier ist 7,55. Wenn wir die Tabelle gelernt haben, können wir jetzt schon mal sagen, okay, der ist erhöht. Es ist eine sogenannte Alkalose. Das können wir schon mal sagen. Dann gucken wir uns den PCO2-Wert an. 28 mmHg. Der ist auf jeden Fall erniedrigt, ja? Weil der liegt normalerweise so um die 40 mmHg bis 32 mmHg ist noch in Ordnung laut dieser Tabelle. Und wir schauen uns jetzt den HCO3-Minuswert an. Also Bicarbonatwert, der ist im Normrahmen 23,9, 24 Millimol pro Liter, das ist alles dasselbe, ja. Ist also gleich. Der Basenexzess ist 0, ja.
Das sind so wichtige Werte, die man kennen muss. So, wir wissen also, es ist eine Alkalose und was sich vor allem verändert hat, ist der pCO2-Wert, der nach unten gegangen ist. So, und CO2 kann man mehr oder weniger mit Säure, wenn ich das mal so sagen darf, gleichstellen. Das heißt, wir haben eine Alkalose und irgendwas, was mit der Atmung zu tun hat, sodass unsere Diagnose letztendlich erstmal respiratorische Alkalose ist, ja. Und diese ist nicht kompensiert, weil sich nichts mit diesen verändert, mit diesen zwei Parametern. Die sind komplett gleich, ja, die sind im Normwert. Es hat sich nichts verändert, nur die Atmung. Und dementsprechend können wir sagen, es ist eine respiratorische Alkalose, Atmung ist betroffen, pCO2 ist niedrig, weniger Säuren letztendlich, weil weniger CO2 im Körper und damit der pH-Wert erhöht. Ja, das ist ganz wichtig. Ein zweites Beispiel, ja. Jetzt gucken wir uns mal an, was hier steht. Ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger, aber für den Anfang reicht das, denke ich, ganz gut aus. pH ist 7,30. Ja, das ist ganz einfach eine Azidose. Tabelle schauen oder gemerkt haben, Azidose. Jetzt schauen wir uns den pCO2-Wert an. 41 mmHg. Jetzt sieht man schon, okay, 40 mmHg ist der Normalwert. Die Range geht bis, ich meine, 46. Also vollkommen Normalwert. Ja, das heißt, Azidose natürlich erstmal, aber der pCO2-Wert ist gleich. Jetzt schauen wir uns mal die zwei anderen Parameter an. Und bei HCO3- bei Bicarbonat sehen wir, er ist erniedrigt. Ja? Der ist also unten. Und der Basenexzess ist bei minus 12, das heißt, der ist auch unten. Was heißt das Ganze? Die Atmung hat sich null verändert. Das heißt, es hat nichts mit der Atmung zu tun. Ja? Also nichts Respiratorisches. Das ist ganz wichtig. Es hat nichts mit der Atmung zu tun. Gleichzeitig haben wir eine Azidose. Das heißt, wir haben weniger Bicarbonat. Wir haben eigentlich sozusagen im Verhältnis mehr Säuren, mehr Protonen, mehr H+. Und gleichzeitig hat sich dieser Wert hier verändert. Und zwar nach unten, deutlich nach unten. Ja, Normalwert ist 24 Millimol pro Liter. Das heißt, wir können automatisch sagen, es ist eine Azidose und zwar eine metabolische Azidose oder eine sogenannte nicht-respiratorisch. Nicht-respiratorisch ist das gleiche wie metabolisch, kann fast synonym verwendet werden. Und natürlich nicht kompensiert, die Atmung hat sich nicht verändert. Ja? Nächstes Beispiel von insgesamt 5 Beispielen. Am besten mal anschauen, was hier steht. Es ist immer dasselbe Prinzip. pH. Okay, gucken wir uns an den pH. Der ist erniedrigt. Ja? Es ist also erstmal eine Azidose. Das ist erstmal nicht gut. Der Wert ist auch sehr niedrig, um ehrlich zu sein. pCO2 ist jetzt 60 mmHg. Das ist erhöht. Ja? Das heißt, wir könnten vielleicht schon mal sagen, es ist eine respiratorische Azidose. Könnte es ja sein. Aber noch nicht zu voreiligen Schlüssen kommen. Gleichzeitig sehen wir, HCO3- ist wirklich unten, ja. Das heißt, wir stehen hier vor einem Problem. Es ist also nicht kompensiert, weil sonst müsste er ja hoch sein. Wir haben hier mehr Säuren, ja, weil der ist ja erhöht, der pCO2-Wert. Der ist aber erniedrigt. Das heißt, hier hätten wir eigentlich auch mehr Säuren. Und der BE, der Basenexzess, ist auch erniedrigt. Also haben wir weniger, ich sag mal, Bicarbonat, ja. Jetzt kommt das coole Beispiel, nämlich es ist eine kombinierte Störung. Und zwar eine metabolisch oder nicht respiratorische Azidose und eine respiratorische Azidose gleichzeitig. Ja? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist eher ein bisschen seltener. Stellt euch vor, ihr habt, wie kann man sich das am besten vorstellen? Ihr habt gerade nicht genug Insulin, ihr habt eine Ketoazidose und gleichzeitig funktioniert eure Atmung nicht mehr so gut, ja, dann kann sich das eben so veranlagen, ja, so eine metabolisch nicht respiratorische Azidose kombiniert mit einer respiratorischen Azidose. Da immer gucken und die Werte auswendig lernen, ja, und dann könnt ihr immer sehen, okay, was passt zu was. Kommen wir zu einem vierten Beispiel. Das ist ein ganz wichtiges Beispiel, also hier am besten aufpassen. Wir sehen, der pH ist bei 7,35. Wenn der pH bei 7,35 ist, dann ist er ja normal. Ja, das ist ganz wichtig, der ist normal. Gucken wir uns aber jetzt die anderen Werte an, sehen wir starke Veränderung. pCO2 ist normalerweise bei um die 40, der ist also hier stark erhöht. Ja, es könnte also eine respiratorische Azidose sein, weil der ist erhöht. Gleichzeitig sehen wir hier, HCO3- ist auch stark erhöht. Das heißt Bicarbonat, das heißt die Basis auch erhöht. Die Säure ist erhöht. Und
die Basis erhöht und der Basenexzess ist auch erhöht. Das heißt, es könnte folgende Störung sein. Es könnte eine respiratorische Azidose sein, die vollständig kompensiert worden ist. Warum? Weil das bringt eigentlich eine Azidose einen niedrigen pH-Wert, weil wir mehr Protonen haben. Und jetzt steigen einfach die Basenwerte und das puffert sich einfach ab, sodass wir einen normalen Wert wieder haben. Gesund ist das natürlich trotzdem nicht, aber ein gesunder pH-Wert. Es könnte aber auch andersherum sein. Das geht eben aus der Aufgabenstellung nicht heraus. Es könnte auch eine metabolische Alkalose sein, weil diese Werte sind ja erhöht und die wir dann eben mit der Atmung versuchen zu kompensieren. Ja, das lässt sich hier daraus nicht schließen. Aber wichtig ist, dass ihr diese Werte könnt, ja, und daraus eben erstmal Schlüsse ableitet. Allein mit diesen vier Werten kann man gute Schlüsse ableiten. Und jetzt kommen wir so zu einem sehr schwierigen Beispiel. Dazu habe ich jetzt nicht mehr viele Slides. Das am besten einmal anschauen. Das ist das ganz Wichtige hier. Und schaut euch mal den pH-Wert an. Der ist eine Azidose. Ist klar, denke ich. Ich denke, das ist klar. Der PO2 ist normal. Der HCO3-, da könnte man jetzt sagen, der ist erhöht. Man könnte ihn auch einfach gleich sagen. Gucken wir mal, was wir hier hingeschrieben haben. Wir haben ihn als normal angesehen. Aber wenn der HCO3- normal ist, kann der Basenexzess eigentlich nicht hoch sein. Ja? Und der PCO2 ist normal. Gleichzeitig ist das eine Azidose. Das macht also gar keinen Sinn. Ihr könnt dieses Beispiel pausieren, in der Tabelle gucken, ob das irgendwie Sinn machen könnte. Es macht keinen Sinn. Das ist also ein Fehler. Das kann in einigen Klausuren auch da sein. Ja? Achtet also drauf, guckt und kontrolliert eure Ergebnisse wirklich sehr gut. Ja, das war sozusagen mit meinem Video. Ich gehe nochmal auf den Anfang zurück, ja, weil der ist natürlich wichtig, wie man insgesamt da vorgeht. Anhand dieser Beispiele, die ich euch gezeigt habe, könnt ihr so vorgehen. Immer den pH anschauen, dann den PCO2 gucken, hat sich da verändert? Kann das meinen pH-Wert erklären? Wenn ja, wenn nein, müssen wir weiterverfahren. Den HCO3-Wert anschauen, den BE-Wert anschauen. Ja? Diese Werte BE, PCO2, pH, das sind die wichtigen. Ja? Und natürlich auch noch der HCO3-Wert. Das sind so wirklich die wichtigen Parameter, die wir können müssen. Diese Tabelle ist good to know. Ja? Kann man sich immer anschauen und auch merken. Und dann könnt ihr wirklich jede einzelne Störung so diagnostizieren, Schritt für Schritt. Ja? Liest euch ruhig im Buch auch dazu die Theorie durch. Das ist eigentlich ganz interessant. Aber sonst ist es wirklich dasselbe Schema. pH-Wert anschauen, PCO2-Wert anschauen und den HCO3-Wert dazu mit anschauen. Und dann macht das Ganze auch wirklich mehr Sinn. Genau, das dazu. Mehr Informationen findet ihr, wie gesagt, in diesem Lehrbuch oder im Internet eigentlich genug. Ja, geht nach diesem Schema vor, was ich euch da versucht habe zu beschreiben. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Aufgaben habt, mit denen ihr, wo ihr Fragen habt, einfach in die Videobeschreibung stellen. Da kann man auf jeden Fall mal versuchen, ob man die gemeinsam lösen kann. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, falls euch das Video geholfen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.